select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Herzlich willkommen, liebe Gäste hier im VIP-Raum und draußen im Clubhaus zur Pressekonferenz nach dem Oberligaspiel SV Spielberg gegen den Köppinger SV. Endstand bekanntlich 0:1. Bei mir sind die beiden Trainer, zu meiner Rechten Gianni Covilli vom Köppinger SV. Herzlich willkommen. Und neben mir zur linken Seite unser Trainer Tobias Winter. Natürlich auch herzlich willkommen. Gianni Covilli. 11 Spiele, 12 Gegentore. Stabile Abwehr, auch heute die Basis für den Auswärtserfolg? Hinten raus vielleicht, ja. Ich denke mal, 60 Minuten war das nicht zwingend die Basis, weil wir eigentlich Spielberg sehr weit von unserem Tor ferngehalten haben. In der ersten Halbzeit hat man gefühlt, glaube ich, 80% Ballbesitz. Der Ball ist gut gelaufen, wir haben Spielberg ins Laufen gebracht. Wir haben uns immer wieder versucht, spielerisch in eine Position zu bringen zum Abschluss. Machen dann auch das 1-0, wo wir in Führung gehen, das hat uns in die Karten gespielt. Zweite Halbzeit sind wir eigentlich auch, die erste Viertelstunde hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann sind wir nachlässig geworden, die Ballhaltezeiten sind zu lang geworden, wir haben Ballverlust in der Vorwärtsbewegung und das hat dann Spielberg genutzt für Kontersituationen. Und da ist nochmal Hektik aufgekommen, unnötigerweise Hektik, weil wir es verpasst hatten, in der ersten Viertelstunde in der zweiten Halbzeit den Sack zuzumachen. Wir sind 3-4 Mal richtig gut in der Box gewesen, zum Abschluss gekommen, aber aus meiner Sicht da die Gier ein bisschen gefehlt, das zweite Tor machen zu wollen. So kam Hektik auf, so war es wie gesagt immer Spitze auf Knopf, 1-0 ist kein Ruhekissen, da kann immer wieder was passieren, aber dann kam wie gesagt eben das zum Tragen, dass wir dann hinten wirklich stabil gestanden sind und keine große Torschuss zugelassen haben, wo wir gesagt haben, oh, da müssen wir richtig durchatmen, da hätte das 1-1 fallen können. Trotzdem war es spannend bis zum Schluss, Spitze auf Knopf, 1-0 nochmal, ist ein ganz, ganz gefährliches Ergebnis, aber ich denke 60 Minuten haben wir es sehr, sehr gut gemacht, ohne jetzt wirklich zu glänzen, aber taktisch das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, nach vorne Chancen kreiert. Hinten raus, da müssen wir gucken, dass wir das in den Griff kriegen, weil unter Umständen hätte das auch ins Auge gehen können. Danke, Johnny. Tobias, wie siehst du die 90 Minuten? Als Heimmannschaft haben wir vielleicht zu wenig Druck auf die gegnerische Abwehr ausüben können. Ja, hallo zusammen von meiner Seite. Glückwunsch an Köppingen. Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit große Probleme gehabt in den Halbräumen, wenn der Gegner Wechselspiel am Flügel gespielt hat, wenn der Mittelfeldspieler dann in den Halbraum kommt. Es war uns bewusst, dass er so spielen wolle, aber die Achter von uns haben es dann den Passweg nicht gut zugestellt. Da haben wir immer wieder Schwierigkeiten gehabt und der Spieler konnte dann drehen und konnte auf unsere Kette zukommen. Wir haben dann in der Halbzeit versucht, das zu korrigieren. Ich glaube auch, dass uns das gut gelungen ist insgesamt. Wir waren in der zweiten Halbzeit dann besser im Spiel, hatte in der ersten Halbzeit die zwei Möglichkeiten vom Jan Malzam, wo man mit ein bisschen Glück oder mit mehr Entschlossenheit ein Tor machen könne. Die Führung zu dem Zeitpunkt ja, war glaube ich alles in allem in Ordnung, weil Köppingen da schon auch gut gedrückt hat, das muss man sagen. In der zweiten Halbzeit, klar, sind wir im Spiel geblieben, permanent, wir haben dann auch eine Möglichkeit, wo man von links in den Strafraum komme. Halbmöglichkeit, sagen wir mal, nichts Deutliches und habe dann hinten raus noch ein paar Standardsituationen, wo man nach vorne spiele, wo aber Köppingen insgesamt sehr gefestigt gewirkt hat, auch im Verteidigen von den Situationen und der Torhüter ist auch wirklich bei den hohen Bällen dann sehr entschlossen rausgekommen bis zur Strafraumgrenze, hat ihn dann abgefangen. Insgesamt muss man sagen, haben wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert, wir waren besser im Spiel, aber alles in allem, glaube ich, hat die bessere Mannschaft gewonnen. Danke, Tobias. Es wird natürlich immer schwerer, Tobias, weißt du auch. Gerade wenn man zu Hause nicht punktet, wie soll man dann unten rauskommen? Es wird immer von Spiel zu Spiel immer schwieriger. Es wird definitiv von Spiel zu Spiel immer schwieriger. Ich glaube, das ist auch jedem in dem Verein bewusst und das ist auch mir bewusst. Trotz allem werden wir nächste Woche nach Balingen fahren. Das wird ja nicht ausbleiben. Okay. Gianni Covilli, wie sieht es jetzt bei Ihnen aus? Kann man nach vorne ein bisschen mehr tun oder ist es praktisch so mit Vereinen wie Bissingen, Stuttgarter Kickers und was alles, sind die vorderen Plätze vergeben?
Also wir müssen wirklich immer schauen, Blick nach hinten. Deswegen war es für uns heute eminent wichtig, der Sieg. Wenn man sich die Spiele heute anguckt, die Mannschaften, die hinter uns sind, haben weitestgehend verloren, was uns natürlich jetzt insofern hilft, dass wir ein bisschen den Rücken frei haben. Wir machen uns ja gar keine Gedanken. Ich gesagt, da, wo wir momentan stehen, wenn wir das frühzeitig sichern, dann sind wir mehr wie zufrieden. Und jetzt haben wir eine Woche Zeit, Selbstvertrauen zu tanken, Abläufe wieder einzustudieren und dann nächste Woche Derby gegen Reutlingen, wo die Hütte mit Sicherheit voll sein wird, und auf das freuen wir uns dann mal. Vielen Dank, Gianni Covelli. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt, Ihrer Mannschaft viel Erfolg für die nächsten Spiele und vielleicht sehen wir uns doch im nächsten Jahr wieder hier. Ja. Natürlich auch, Tobias, dir alles Gute, ja? Und deiner Mannschaft vor allen Dingen. Dankeschön, das war die PK. Schönes Wochenende, danke, tschüss und auf Wiedersehen. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.